einer der insgesamt 9 Informationspavillons von 8 Berge ein Lächeln, die bezirksweit in den 14 Gemeinden Murau aufgestellt werden. 8 Berge ein Lächeln, so nennt sich der neue Werbeslogan, der frischen Wind in den Tourismus bringen soll. Aber das war längst nicht alles, was im Rahmen dieser Pressekonferenz im Gemeindeamt Neumarkt von der Holzwelt Murau vorgestellt wurde. Auch aus wirtschaftlicher Sicht gibt es mit der Standortentwicklung Murau einen Input, um die wirtschaftliche Attraktivität anzupuschen. Beide Projekte haben eines gemeinsam: sie prägen das Zusammengehörigkeitsgefühl und sie erscheinen unter der neuen Marke Murau. Ein M mit einem Lächeln, das gleichzeitig auch die Mur darstellt. 8 Berge, ein Lächeln ist sehr passend für Murau. Die Berge sind da und ich denke, die Menschen in unserer Region sind sehr, sehr herzlich, gehen aufeinander zu, sind sehr offen und darum passt das Lächeln ausgezeichnet. Und da haben wir versucht, gemeinsam mit der Holzwelt Murau, mit den Gemeinden, mit den Touristikern eine Marke zu kreieren, nämlich eine Marke Murau, wo sich viele in dieser Marke wiederfinden. Ausgehend von dieser Marke ist dann das CI entwickelt worden für den touristischen Auftritt, zum Zweiten auch das CI entwickelt worden für die Standortentwicklung und für den wirtschaftlichen Auftritt und schlussendlich ist da auch die Holzwelt Murau mitgegangen, dass man gemeinsam stärker ist. Also rausgekommen ist, dass es wirklich eine klare Struktur gibt im Bezirk mit Leitangeboten zu den Hauptthemen im Sommer wie Wandern oder auch Aufbau von Mountainbike-Routen, das ja über 90% des tatsächlichen touristischen Angebots im Sommer darstellt. Ja. Da gibt es eine klare Struktur mit 9 Leitwanderwegen, mit insgesamt 27 Top-Tipps, die wirklich Orientierung schaffen über diese 8 Berge, über diese 8 Bergpersönlichkeiten des Bezirkes Murau. Und das war eines der Hauptanliegen des Projekts insgesamt, dass man Übersicht schafft, dass man Orientierung schafft und dass man diesen Erlebnisraum Murau so aufspannt, dass der Kunde das auch tatsächlich gut wahrnehmen kann und gut erleben kann. Es war der Wunsch der Bevölkerung und auch der Wunsch der Betriebe, der Tourismusverbände, ein einheitliches Erscheinungsbild über den ganzen Bezirk zu haben. Vor allem die Information zwischen Mühlen bis Krakadorf, von der Thoracher Höhe bis ins Lachtal, dass alle einen Informationsstand haben, dass alle wissen, wo sind Zimmern frei, vor allem das Angebot zu bündeln. Des Weiteren war es uns sehr wichtig, zusammen mit den Grundbesitzern und auch mit den Gemeinden ein Leitbild zu erstellen, Leitwanderwege, Skitouren und alles zu beschildern, damit wir den Tourismus in geordnete Bahnen lenken können. Ja, wir haben vor ungefähr 3 Jahren dieses Projekt Standortentwicklung initiiert, finanziert eben durch Beiträge der Gemeinden des Bezirkes und auch aus dem EFRE-Fonds, Europäischer Fonds für Regionalentwicklung, und über dieses Projekt ist unsere Intention, dass sich die 14 Gemeinden im Bezirk zusammenschließen, und zwar über die Verwaltungsgrenzen hinaus zu einer juristischen Person, in dem Fall zu einer GmbH, und über diese juristische Person dann die vorhandenen Flächen optionieren, neue Flächen unter die Lupe nehmen sozusagen und eben geeignete Standorte entwickeln wollen, die für mögliche Betriebsansiedlungen geeignet sind. Das ist der eine Aspekt, und der andere Aspekt, der dazu eben zwingend dazugehört, ist jener, dass wir über diese GmbH-Entwicklung hinaus uns in einem interkommunalen Finanzausgleich vereinigen wollen. Das heißt unterm Strich, wir wollen sämtliche Aufwendungen, die für die Projektumsetzung erforderlich sind, gemeinsam finanzieren, und wir wollen dann aber auch die Erträge, die dann hoffentlich in einigen Jahren sich dann irgendwann einmal in Kommunalsteuereinnahmen etc. niederschlagen, dann auch gemeinschaftlich aufteilen. Ich bin sehr froh, dass im Bereich Standortentwicklung die Gemeinden zusammengehen. Wir sind nun mal so gestrickt, dass es ein paar Gemeinden gibt, wo wir keine große Firma ansiedeln werden können, weil sie ein wenig weiter weg sind oder auch die Lage nicht so ist. Aber dass die Gemeinden jetzt sagen, wir gehen gemeinsam, wir weisen Flächen aus, wo Industrie und Wirtschaft sich ansiedeln kann. Wir profitieren dann auch gemeinsam und damit können wir auch den Bezirk gut gestalten, wo wird in Zukunft gewohnt, wo wird gearbeitet, wo machen wir Tourismus, und ich glaube, besser als es jetzt läuft, dass die Gemeinden gemeinsam gehen, das kann man sich wirklich nur wünschen. Es ist für uns ganz wichtig, für die Wirtschaft, für den Tourismus, dass wieder neue zusätzliche Impulse kommen. Das stärkt den Wirtschaftsraum im Bezirk und gerade im Tourismus noch näher zusammenzurücken und mit der Standortentwicklung auch die Wirtschaft mit einzufassen. Das ist großartig, dass das gelungen ist. Gratuliere den Gemeinden, gratuliere der Holzwelt, dass sie gemeinsam das auf die Reihe gebracht haben. Und
von der Murau Holzwelt flattert auch gleich der neue Föhlplatz, ebenfalls in neuem Design, ins Haus. Aufgrund dessen, dass wir ja im Zuge dieser Projektentwicklung für viele Türöffner sind, Türöffner für neue Perspektiven, Türöffner für Förderungen. Und da gibt es einen Begriff, nämlich der kommt aus der Mura Mundart, nämlich einen Türöffner aus Holz. Und früher haben sie gesagt dazu, der Föhlplatz. Und genauso haben wir die neue Holzweltzeitung genannt, der Föhlplatz, der was in den nächsten Tagen und Wochen in alle Haushalte kommt. Erlebnisraumdesign Murau, ein Megaprojekt mit vielen Beteiligten unter der neuen Marke Murau, das Wirtschaft und Tourismus beleben, vereinfachen und vereinheitlichen sollte. Alle weiteren Infos erhalten Sie auf den brandneuen Homepages visitmurau.at und wirtschaftsregionmurau.at.